Schönen guten Tag, ich bin der Sven und ich begrüße alle Modellbahninteressierten Zuschauer auf meinem Kanal. Alle anderen natürlich auch. Heute ist wieder Fahrtag Sonntag. Ne? Und es geht heute um die Baureihe 44 und um eine 50er. Ja, die wollen wir nicht auseinandernehmen, da wollen wir nicht dran rumbasteln, die sehen wir in Aktion. Mit Güterzügen, wie sich das gehört. Ich habe da so ein Bild vor Augen, wie die da durchs Weserbergland fahren. Jetzt habe ich hier kein Weserbergland, aber ich würde sagen, wir schauen das uns einfach mal an.
Ja, da bin ich wieder. Ich fand es sehr interessant. Die beiden Loks sind relativ unterschiedlich aufgebaut, ne? Die 50er hat den Motor im Tender und die 44er hat den Motor auch im Tender, wird aber über die Treibräder vorne angetrieben. Also ist es so ein bisschen heikelig, wackelig, weil dann zwischen Motor und Tender so eine Kardanwelle ist. Und ja, diejenigen, die die Loks haben oder die so eine 44er haben, die kennen die Probleme. Aber meine läuft relativ gut und ruhig und demnach alles okay, ne? Ja. Ich kann schon mal sagen, am Mittwoch kommt der Steinbruch und ich würde sagen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und die Daumen nach oben und dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn nur ein Steinbruch-Video kommt. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut, bis dahin und tschüss.